Leute, wir werden jetzt einfach diese 24-Stunden-Challenge vom Game Master machen. Wenn er das sagt, dass ich das machen muss, damit kein Video gelöscht wird, dann werde ich das machen. Ich weiß nicht, ob ich das bereuen werde, Leute. Keine Ahnung. Die Zeit läuft ja angeblich jetzt. Ich weiß nicht, ob er mir gleich über Instagram schreiben wird oder wird er mich anrufen, wird er mir wieder ein Video schicken. Keine Ahnung. Wozu aber die Apple Watch? Ich kenne mich damit auch nicht aus. Wozu liegt die sonst da in dem Safe drin? Was da wohl sein könnte und was es ist? Ich meine, es sieht so ein bisschen aus wie Wasser, aber Zeichnen ist jetzt nicht so seine Stärke, mal ganz im Ernst. Es sieht auch so aus, als würde noch irgendwie ein Teil mindestens fehlen oder so. So die andere Hälfte. Ich werde jetzt einfach mal gucken, ob er mir auf Instagram vielleicht geschrieben hat oder was gepostet hat. Also gepostet hat er nichts, in seiner Story hat er nichts. Mal gucken, ob ich eine Nachricht bekommen habe. Nur diese Videos von Bernhard, die übelst fies sind. Das sieht so aus, als hätte er den einfach dahin geworfen und ich bekomme den nie wieder zurück. Ihr habt ja auch gesagt, ich soll meine Notebook-Kamera und meine Handykamera zuklinen. Deswegen werde ich das wahrscheinlich auch machen, weil ich habe das Gefühl, er weiß deswegen immer, wo ich bin und was ich mache. Das ist doch nicht mehr normal, oder? Hä, irgendwas? Hat die Uhr gepiept? Hier kam gerade eine Nachricht von Game Master. Hier, seht ihr das? Über WhatsApp irgendwie. Game Master, gehe zum Park und biege in den ersten Weg ab. Nehme den Kompass mit. Das heißt, ich kriege über diese Uhr Nachrichten. Gerade wo ich das erwähnt habe. Ey Leute, ich glaube echt, der sieht mich über die Kameras, oder? Ey, hat er sich hier eingespeichert oder was ist das? Also ich soll jetzt zu diesem Park gehen und ich muss den Kompass mitnehmen. Anscheinend muss ich nach irgendwas suchen. Ich werde auf jeden Fall auch diesen Teil hier mitnehmen. Vielleicht brauche ich das. Das hat er zwar nicht hingeschrieben, aber... Vielleicht konnte er nicht mehr schreiben. Egal, wir werden jetzt dorthin gehen. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. So, ich bin jetzt bei dem Park, glaube ich, den er meint. Und ich muss hier jetzt gleich rechts abbiegen. Dann komme ich, glaube ich, auch auf den Weg, den der Game Master meint. Aber es ist schon wieder ein öffentlicher Ort. Also hier sind normalerweise richtig viele Spaziergänger und so. Ich verstehe gar nicht, warum man sich so einen Ort aussucht. Ich check den Game Master nicht, ehrlich jetzt. Wenn er doch unerkannt bleiben will, warum sucht er sich immer öffentliche Orte aus? Aber wir werden jetzt auf jeden Fall mal suchen. Mal gucken. Ich sollte ja den Kompass mitnehmen. Ich weiß nicht, ob noch eine Nachricht von ihm kommt. Ich bin jetzt gerade hier auf dem Weg abgebogen, aber keine Ahnung, ich sehe jetzt nichts Besonderes oder so. Ich meine, das kann ja überall sein. Ich habe den Kompass mitgenommen, aber was bringt mir das? Warte, habt ihr es gehört? Ich glaube, eine Nachricht vom Game Master kam wieder, oder? Er hat geschrieben, geh jetzt 20 Schritte nach Norden. Er muss hier irgendwo sein, Leute. Er ist irgendwo hier. Ich habe niemanden gesehen, außer irgendwelche ganz normalen, gekleideten Jogger, Spaziergänger. Aber die waren nicht schwarz angezogen und das war keiner, der irgendwie zum Game Master passen würde. Warte, ich muss den Kompass rausholen. Meine Hände werden schon richtig rot, weil mir so kalt ist. Das muss mehr so hier nach links sein, leicht nach links, 20 Schritte. Okay, 1, 2, 3, 19, 20. Wo ist hier was? Hier, ich habe was entdeckt. Was ist das? Ist das ein Teil von einer anderen Karte? Hä? Das sieht irgendwie danach aus, oder? Moment, Moment, ich hole mal meine andere Karte raus. Ich glaube, so gehört das zusammen, oder? Kann das sein? Aber da fehlt irgendwie ein Stück hier. Hier ist ein Baum. Das sieht aus wie eine Straße. Hier ist ja das Kreuz. Hier sind irgendwelche Häuser, oder? Hä, was ist das? Okay, ich habe das jetzt eingepackt soweit. Und ich habe keine Ahnung, was ich noch hier soll. Ich glaube, ich gehe nach Hause lieber. Wenn ich jetzt weiß, dass der Game Master hier ist, da habe ich echt keinen Bock mehr drauf, irgendwie noch hier weiter abzuhängen. Ehrlich jetzt. Habt ihr es gerade gehört? Das hat wieder gepiept. Game Master, gehe jetzt zum abgelegenen Parkplatz nördlich gegenüber. Seht ihr das? Meint ihr den da hinten? Okay, ich bin jetzt irgendwie hier. Aber was soll ich denn hier auf so einem Parkplatz machen? Oder was auch immer das hier sein soll. Es muss ja ein Parkplatz sein, wahrscheinlich für LKWs. Hier ist echt wirklich gar kein Mensch. Ist irgendwie alles leer. Habt ihr vielleicht eine Ahnung, wo hier was sein könnte? Ich meine, wo würde ich sonst was verstecken, wenn ich der Game Master wäre? Keine Ahnung. Hinter irgendwie solchen Rohren und vielleicht da drunter oder so? Das sieht mir auch so danach aus. Es könnte da vielleicht irgendwas sein. Also da oben komme ich mit Sicherheit definitiv diesmal nicht dran und ich glaube, der auch nicht. Okay, hier hinter den Rohren ist irgendwie nichts. Scheiße, Leute, wo könnte was sein? Ich weiß noch nicht mal, wonach ich suchen soll. Vielleicht hier hinter den Blättern. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, der beobachtet mich und lacht sich wahrscheinlich jetzt Schrott, ne? Dass ich jetzt hier rumsuche und seine Spielchen spiele. Und er sieht das einfach mal. Er guckt mir dabei zu. Und wenn er sieht, ja,
Die hat gar keine Ahnung mehr? Ja, dann schicke ich ihr vielleicht mal was. Vielleicht ist da hinten im Rohr was versteckt. Irgendwie sieht das so offen aus, das eine. Vielleicht hat er da irgendwas reingelegt. Kann natürlich auch sein. Warte. Es hat schon wieder geklingelt. Was? Vier Striche, Zeit, Brief. Was haben die vier Striche zu bedeuten? Vielleicht doch die Rohre hier. Es sind vier Stück. Warte, ich gucke jetzt erstmal da bei dem Loch. Vielleicht hat er hier irgendwas versteckt. Moment, ich leuchte mal mit meinem Handy rein. Könnt ihr da irgendwas erkennen? Dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Aber ich glaube, da ist nichts. Es ist auch irgendwie ziemlich feucht. Da war so eine Uhr drauf, so eine Sanduhr. Die da hinten habe ich mir vielleicht noch nicht ganz genau angeguckt, aber so wie es aussieht, doch vielleicht, was liegt da unten? Nee, ist nur ein Taschentuch. Warte, die Säulen. Hier sind vier Säulen. Oh mein Gott, Leute, kann das sein, dass er das meint? Hier, vier Striche. Aber wo kann man hier was verstecken? Warte, da hinten ist vielleicht was. Was ist das? Nein, das sind nur irgendwelche Schrauben. Okay, hier ist irgendwie nichts Verdächtiges dran. Falls ihr irgendwas seht, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Jetzt gucken wir uns mal die letzte Säule hier an. Vielleicht kann er das mit den Strichen gemeint haben. Aber hier... Hä, da ist irgendwas. Warte, was ist das? Ist das eine Mülltüte von irgendjemandem? Nee, da ist der Kleber vom Game Master drauf. Doch, das ist vom Game Master. Hier. Er hat noch einen Teil der Karte hier versteckt. Er muss alles ganz genau geplant haben. Warte, wir legen die jetzt mal zusammen. Vielleicht ist jetzt die Karte vollständig. So, das erste Teil, was wir gefunden haben, war das hier. So, das gehört zusammen. Das ist das zweite Teil. Und hier muss wahrscheinlich dann das dritte hin. Ja, ja. Könnt ihr erkennen, was das sein soll? Also ich glaube, hier sind Häuser. Hier ist eine Straße, kann das sein? Ein Baum? Ein Weg oder so? Nochmal Häuser? Was ist aber das? Meint ihr, ist das eine Richtung? Ist das ein Buchstabe oder soll das irgendwas bedeuten? Also hier ist auf jeden Fall ein X. Da bin ich mir nicht sicher. Ist das eine Wiese? Ist das Wasser? Habt ihr vielleicht sonst irgendwelche Ideen? Dann schreibt es immer unten rein, Leute. Wir nehmen das jetzt aber auf jeden Fall mit. Ich weiß nicht, wo das sein könnte. Da steht auch nichts drauf. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe definitiv keine Lust mehr. Ich glaube, wir haben die ganze Karte jetzt. Mal gucken, was er als nächstes noch vorhat und wann er mir schreibt. Ja, ich bin jetzt wieder zu Hause und ich bin echt froh, hier zu sein, weil ich habe mich so beobachtet gefühlt. Das ist doch nicht mehr normal. Falls der Game Master irgendwas noch auf die Uhr schicken sollte, sage ich euch Bescheid. Okay, Leute, es ist ein bisschen Zeit jetzt um, aber der Game Master hat jetzt wieder geschrieben, geh lieber einkaufen oder du bereust es. Ey, ohne Mist jetzt, was soll denn das? Auf einmal kommt aus dem Nichts wieder eine neue Nachricht. Ich weiß nicht, warum ich einkaufen gehen sollte. Was macht das denn jetzt für einen Sinn? Also ich meine, ich glaube, ich habe wirklich nicht mehr so viel Essen hier, aber ich werde es sonst bereuen? Warum sollte ich das bereuen? Okay. So, ich bin jetzt rausgegangen, ich gehe jetzt einkaufen, weil ja der Game Master wollte, dass ich einkaufen gehe. Ich weiß nicht, ob er vorher noch geguckt hat, ob ich genug zu essen habe oder so. Ich weiß es nicht. Oder er hat wieder vor, mich einzuschließen. Kann natürlich auch sein. Becky hat jetzt auf jeden Fall fertig eingekauft. Ich werde das jetzt nach Hause tragen und mich dann wieder melden, wenn der Game Master mir geschrieben haben sollte. Also bislang kam jetzt gar nichts mehr. Er hat mir nicht genau gesagt, was ich kaufen soll oder sonst irgendwas. Anscheinend hat er mich dann nicht verfolgt oder gesehen. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was sein Auftrag ist. Aber okay, wir sehen uns einfach später. Der Game Master hat ohne Scheiß wieder über WhatsApp geschrieben. Hier. Pack deine Sachen ein. Notebook, Essen, Kleidung. Hä, warum? Ich soll jetzt Notebook reintun, Essen, Kleidung? Ey, heißt das, ich fahre schon wieder irgendwo hin oder was? Ey, das wird immer komischer, Leute. Ich dachte, vielleicht soll ich irgendwie nach dem irgendwie suchen, was auf der Karte eingezeichnet wurde. Es ist ja eine Karte. Wir haben ja die anderen Teile gefunden. Aber stattdessen kommt sowas. So, wie immer nehme ich meine schwarze Tasche und die packen wir jetzt. Ich weiß noch nicht mal, was ich einpacken soll. Was soll ich einpacken? Also, ich nehme auf jeden Fall diese Karte hier mit und das Buch, weil da sind noch Sachen unterstrichen, die irgendwie bislang gar keinen Sinn gemacht haben. Deswegen nehme ich das jetzt einfach mal mit. Und, ja, brauche ich die UV-Lampe? Ich glaube schon, oder? Also, lieber nehme ich die mit. Essen, Notebook muss ich einpacken. Ey, das heißt aber eigentlich, dass er vorhat, irgendwie mich irgendwo hingehen zu lassen, dass ich da meine Sachen brauche oder so. Das kann ja nicht anders. So, wie immer packe ich meine Powerbank ein. Das Fernglas vom Game Master und die Kopfleuchte. Was kann ich noch gebrauchen?
Ich wünschte, ihr könntet mir das gerade so durch den Bildschirm sagen, weil ich habe echt keine Ahnung, was ich einpacken soll. Vielleicht diese Sachen, die ich mir letztens geholt habe, diese Spionagesachen. Das andere Ding da ist so riesig. Ich weiß nicht. Vielleicht werde ich das einfach mal einpacken. Keine Ahnung. Also jetzt tue ich erstmal Klamotten rein. Ich glaube, das ist erstmal wichtig. Und dann schaue ich mal, was ich noch einpacken kann. So, ich habe jetzt schon mal ein paar Klamotten eingepackt, Socken und so weiter. Was braucht man noch? Zahnbürste muss ich gleich einpacken. Ja, ich glaube, ich werde jetzt einfach das Essen reintun. Es klingt irgendwie so, als müsste ich sonst hungern. Was hat der vor? Was ist das? Müsst ihr euch mal vorstellen, ihr müsst jetzt gerade einfach so packen. Ihr wisst nicht mal, wohin es geht, wozu das Ganze und wie viel Zeit ihr habt. Ihr seid dann einfach komplett überfordert. Wer kennt es auch? Einfach komplett überfordert zu sein bei Sachen packen? Ich kann das nicht, Leute. Ich kann es einfach nicht. Ich fühle mich gerade richtig überfordert. Ich glaube, ich werde irgendwas vergessen. So, mein Notebook kommt noch rein und dann brauche ich noch die Kabel. Ich werde noch was zu trinken einpacken. Das darf ich nicht vergessen. Warte, jetzt die großen Kabel hier. Meine Kopfhörer dürfen auch nicht fehlen. Und die sind mal wieder total verknotet. Ah, ein Haargummi werde ich auch noch einpacken. Die vergesse ich immer. Ich vergesse immer meine Haargummis. Deswegen geht das auch so. Was brauche ich noch? So, die Akkus dürfen nicht fehlen. Ich habe das auch gehört, ne? Das war hier an der Tür. Ist das vielleicht ein Nachbar oder ist das der Game Master, Leute? Aber ich meine, der schickt mir auch sonst Nachrichten über die Apple Watch. Ich weiß nicht, ob ich mal gucken soll. Aber vielleicht ist es wirklich nur ein Nachbar gerade oder so. Vielleicht will irgendjemand ein Paket abholen oder so. Weil es liegt noch eins hier rum. Es könnte vom Nachbar sein. Ich weiß es nicht. Alter, ich bin richtig aufgeregt gerade. Ich nehme euch auf jeden Fall mal mit. Das ist gerade, wo ich fast fertig bin mit dem Packen, so gut wie. Okay, ich glaube, ich muss jetzt nochmal zählen, sonst traue ich mich nicht, Leute. Es ist immer so. 3, 2, 1. Wenn jetzt ein Nachbar davor steht, ne, und mich so komisch anklotzt, dann habe ich mich echt blamiert. Es ist dunkel. Da ist keiner. Hier ist keiner. Aber hier liegt wieder was, glaube ich. Warte, hier liegt ohne Scheiß ein Autoschlüssel. Will mich jemand veräppeln? Soll ich jetzt 24 Stunden noch im Auto verbringen, eine Nacht im Auto verbringen oder was? Ey, meint ihr, das ist der Schlüssel zum Auto vom Game Master? Das muss ja sein. Warum liegt sonst ein Schlüssel davor? Es ist nicht meiner. Ich habe kein Auto. Ich kann kein Auto fahren. Nichts davon. Hat er irgendwie noch geschrieben oder so? Nee. Also ich glaube nicht, dass jemand mir ein Auto hier schenken will, oder? Hä, das wäre voll durch. Was ist das? Leute, was soll ich mit dem Autoschlüssel? Ich weiß nicht, ob mir das jetzt mega Angst machen soll oder nicht. Ich meine, das ist doch nicht mehr normal. Ey, Junge, keiner lässt einen Autoschlüssel vor der Tür von jemandem. Ey, das kann nichts Gutes bedeuten, ohne Scheiß. Das macht mir gerade echt Angst. Ich meine, andere würden sich wahrscheinlich freuen, wenn die einen Autoschlüssel vor ihrer Tür finden würden. Aber es gibt auch Menschen, die sich nicht freuen. Vor allem diejenigen, die noch nie Auto gefahren sind, nicht Auto fahren können, keinen Führerschein haben und nein. Bei denen dann einfach sowas davor liegt und vorher jemand Creepiges einen immer schreibt. Ich weiß nicht, sollen wir draußen mal gucken, zu was für einem Auto das gehört? Ich habe das Licht angemacht, meine Tasche gepackt, mitgenommen und jetzt gucken wir mal, zu was für einem Auto dieser Schlüssel hier passt. Ich weiß nicht, soll ich einfach mal den Schlüssel ausprobieren? Ob irgendwo hier ein Auto blinkt? Irgendwas habe ich gerade gehört. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe eins gesehen. Es ist wirklich ein Auto. Ja, ohne Scheiß, ich habe gerade ein Auto gefunden. Seht ihr das? Das geht auf. Okay, es geht wirklich auf. Und... Hä, was liegt da drin? Hä, was ist das? Okay, ich tue meine Tasche rein. Das sieht irgendwie sehr unbenutzt aus hier. Was macht das hier? Hä? Liegt hier... Hier vorne irgendwas? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, das ist ohne Scheiß die Game Master Maske. Leute, wir sind wirklich in dem Auto vom Game Master. Warum liegt hier sonst eine Maske? Mein Gott, was macht die hier? Okay, ich muss jetzt erstmal... Hey, der Game Master hat mir gerade geschrieben. Game Master, verbinde deine Augen. Hä, womit? Mit dem Ding da, was da liegt? Damit soll ich jetzt meine Augen verbinden. Mit diesem Ding hier, was hier rumliegt. Der muss mich ja gesehen haben, der muss ja irgendwo hier sein. Warum sieht er mich und ich ihn nicht?
Wie geht das? Ich habe keinen gesehen, der irgendwie schwarz gekleidet war, keinen mit Maske. Ey, dann muss ich das jetzt wohl aufziehen, aber wozu soll ich das denn machen? Ich sehe ja dann gar nichts mehr.